Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Freunde, liebe Brüder und Schwestern, der heilige Ignatius von Antiochien, der ist Anfang der Jahre 100 gestorben, hat das Martyrium erlitten im Circus Maximus. Er wurde eigentlich von den Löwen zerrissen. Und das Interessante, das Erstaunliche bei ihm ist, dass er so furchtlos, ohne Angst war. Es gibt einige Briefe von ihm, auch den Brief an die Römer. Und er schreibt darin sogar, bevor er nach Rom kommt, er weiß, da wird was kommen, hindert mich nicht daran. Also, dass er eben, man soll ihm den Tieren zum Fraß überlassen, schreibt er sogar. Und die Frage ist, woher hat er diese innere Kraft, dass er nicht einmal vor Löwen Angst hat? Also es ist nicht wie in diesem kleinen Witz, den ihr vielleicht kennt, wo es einen frühen Christ gibt und ein Löwe, der hinter ihm herläuft, und der Christ ist auf seinen Knien und betet und sagt: Lieber Gott, schenke diesem Löwen doch bitte christliche Gedanken, bitte christliche Gedanken. Und der Löwe hält inne, bringt seine Pfoten zusammen, schaut hinauf und sagt: Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Aber es war eben nicht so beim heiligen Ignatius von Antiochien. Er schreibt in seinem Brief an die Römer: Lebendes Wasser ist in mir, es spricht in mir auf zum Vater. Ich denke, das ist seine innere Kraft, dieses, das lebendige, das lebende Wasser in ihm. Übrigens, Antiochien ist auch der erste Ort, wo die Christen Christen genannt wurden. Und was heißt das eigentlich, ein Christ? Das ist jemand, in dem Christus gegenwärtig ist, in dem Christus lebt und uns auch ständig das lebendige Wasser schenkt. Eigentlich ist das Leben der Christen eine ständige, kontinuierliche Kommunion. Wir feiern jetzt Heilige Messe, aber die Kommunion soll auch weitergehen während dem Tag. Kommunion heißt innige Vereinigung. Diese innige Verbindung, diese Vereinigung mit Christus soll weitergehen. Und so sind wir Christen. Und so können wir auch den Menschensohn bezeugen, wie es auch im Heiligen Evangelium heute heißt. Und Zeuge auf Griechisch ist eben Martus, also von dem kommt auch das Wort Märtyre. Zeugnis auch in schwierigen, gefährlichen Umständen. Am Donnerstag, vergangenen Donnerstag, hatten wir mit der katholischen Hochschulgemeinde eine große Debatte, die leider nur über Livestream stattfinden konnte. Ich hoffe, Pater Karl ist nicht böse, dass ich hier ein bisschen Schleichwerbung für die katholische Hochschulgemeinde einführe. Aber da war auch Dr. Peter Stippel da, der ist Präsident vom Österreichischen Verband für Psychotherapie. Und der hat erzählt, der hat auch in Krisen, bei Kriseninterventionen auch mitgeholfen als Therapeut, als Psychologe, als Psychiater. Und ihm ist aufgefallen, dass in ganz schwierigen Umständen, wenn jemand stirbt, ein großer Unfall, und er die Nachricht überbringen muss, dass wenn Leute wirklich gläubig waren bei Christen, dass die dann doch anders reagiert haben. Sicher, es ist schwer, es schmerzt, die Welt bricht irgendwie zusammen, aber dass die doch eine größere innere Kraft hatten. Und das möchte ich eigentlich heute euch noch mitgeben. Der heilige Ignatius von Antiochien hatte diese große innere Kraft, dass er nicht einmal vor den Löwen Angst hatte. Und wie kann das für uns sein? Erstens eben diese Kommunion, die andauert, diese Verbindung mit Christus. Und dann loslassen, viele Dinge, an die wir uns festhalten, aber die nicht Jesus Christus sind. Zum Beispiel: Ach, ich habe das und das erreicht im Leben, es ist gut. Oder vielleicht zu viel Komfort oder gewisse Ängste oder was halten andere von mir oder Dinge aus der Vergangenheit. Und noch ein letztes, vielleicht auch Sünde oder Fehler. Es gibt das Sakrament der Beichte, und im heutigen Evangelium sagt Jesus: Jedem wird vergeben werden, wer aber den Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben. Johannes Paul II. Hat mal gesagt, Lästern gegen den Heiligen Geist heißt, das große Geschenk des Geistes, eben die Barmherzigkeit Gottes, nicht annehmen wollen.
wenn jemand sich so stolz ist und sagt, ja, Gott kann mich nicht vergeben, was wahrscheinlich dem Judas auch passiert ist, dass es die Sünde nicht vergeben wird. Aber alles andere können wir einfach zu Gott bringen. Es geht einfach nur darum, dass wir sagen, okay, Gott, ich nehme deine Barmherzigkeit an. Also leben wir aus dieser großen Kraft Gottes, aus der Kraft Jesu, dann haben wir auch keine Angst mehr vor den Löwen und können wir, wie Paulus in der ersten Lesung geschrieben hat, erfahren, wie groß die Kraft und die Stärke und wie überragend groß seine Macht sich an uns, den Gläubigen, erweist. Amen.